1945 gab es ja einen kurzen Aufschwung des Esperanto und dann kam in der sowjetischen Besatzungszone damals diese, naja, das quasi Verbot, ja, der ja, Esperanto-Bewegung. 1949. Aber damit haben Sie sich nicht zufrieden gegeben. Sie sind dagegen angegangen. Ja. Zunächst muss man sagen, ich habe weitergemacht. Vor allen Dingen. Ich habe erstmal Esperanto unterrichtet. 1945 oder 1946. Da sollten ja Sprachen unterrichtet werden in den Schulen, Russisch. Und da schrieb ich meinem Schulrat, ich kann Russisch nicht unterrichten, ich werde Esperanto unterrichten. Und der hat es akzeptiert. Und der Schulrat hat darauf nicht, überhaupt nicht geantwortet. Und wenn er nicht geantwortet habe, habe ich das als Ja empfunden. Und in welcher Schule war das damals? Das war in Großhalang, einer kleinen Dorfschule. Habe ich eine Elternversammlung gemacht und habe ich die Eltern aufgeklärt über Esperanto, waren alle einverstanden und dann habe ich Esperanto unterrichtet, ungefähr ein Vierteljahr lang, und dann wurde ich versetzt in eine andere Schule. Wohin? Ja, nun war es mit der ersten Sache eben vorbei. Ich wollte gerade anfangen, mich um Briefpartner zu bemühen für meine Schüler, aber das war dann aus. Das war meine erste Stelle als Lehrer oder Schulamtsanwärter, wie man damals sagte, überhaupt. Und dann kam ich 1949 nach Neuruppin. In dieser Zeit sind in ganz Deutschland Friedensräte entstanden. Der Deutsche Friedensrat, Bezirksfriedensräte, Kreisfriedensräte und, wo es möglich war, auch an Schulen oder in Betrieben auch Friedensräte. So, da habe ich ja gleich daran gedacht, mitzumachen, um schon wieder meine Möglichkeiten mit Esperanto für den Frieden auszunutzen. Zufällig war mein Direktor damals Vorsitzender vom Kreisfriedensrat und er wollte gerne, das verlangte sein Renommee als Direktor, auch einen Schulfriedensrat haben. Holte ein paar Kollegen zusammen, sprach darüber und ich erklärte mich bereit, die Sache zu übernehmen, worüber alle sehr zufrieden waren, denn jeder drückt sich ja vor weiteren Aufgaben, die überhaupt mit seinem Beruf wenig zusammenhängen. So, also nun war ich Leiter des Schulfriedensrates und da sagte ich Folgendes. Wir sind ein Teil des Weltfriedensrates und da wir ein Teil des Weltfriedensrates sind, müssten wir Verbindungen aufnehmen mit Kämpfern für den Frieden aus der ganzen Welt. Da waren alle einverstanden, naja, kann man ja kaum etwas sagen dagegen. Und ich forderte meine Kollegen auf, nun ihre Sprachkenntnisse, darunter waren einige Doktoren und es waren eigentlich alles Lehrer mit gehobener Ausbildung. Es war eine Schule, 12-klassige Schule für Mädchen damals. Naja, ich sagte dann auch, ich werde auch versuchen, durch Esperanto Verbindungen aufzunehmen. Da erntete ich natürlich gleich ein allgemeines Lächeln. Esperanto und Verbindungen für solche Sachen aufnehmen.
Aber es war so, dass schon nach wenigen Wochen ich Esperanto-Verbindungen hatte mit aktiven Friedensfreunden aus verschiedenen Ländern. Und meine Kollegen nun mit ihren Englisch-Französisch-Kenntnissen, die brachten weder damals noch sonst auch später irgendwie einen einzigen Partner auf. Ja, nun war unser Schulfriedensrat da. Ich bezog nun an diesen Friedensrat einige Lehrer mit ein und einige oder mehr Schülerinnen und Schüler. Ich habe sogar noch ein Foto von dieser ersten Gruppe. Aber wo? Ja. Dieser Schulfriedensrat, der machte im Kreis sofort Furore. Wir bekamen Bilder und Material aus aller Welt, aus Frankreich, wo ich sowieso schon vorher Verbindungen hatte, und viele Freunde aus den nordischen Ländern, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und auch aus dem westlichen Holland, Belgien, England, Italien. Und ganz besonders dann aus China und Japan. Die China-Bewegung war sehr stark, die Friedensbewegung. Und sie schickten mir viele, viele Plakate, große Plakate der Friedensbewegung, die direkt danach schrien, Ausstellungen mit ihnen zu machen. Und so machte ich dann im Namen des Schulfriedensrates Ausstellungen, zum Beispiel im Kiosk des Kreisfriedensrates und in der Kreisbibliothek in den Schaufenstern und an vielen anderen Orten, auch an der Schule, im Krankenhaus. Dann bat ich den Kreisfriedensrat, oder ich kam ihm da sehr entgegen, mir in jeder Woche eine Veranstaltung zu organisieren. Und das machte er praktisch in allen Schulen des Kreises. Den Donnerstag ließ ich mir so organisieren an der Schule, dass ich da unterrichtsfrei war. Und jeden Donnerstag war ich an irgendeinem anderen Ort oder Organisation oder Betrieb im Kreis und habe meinen Vortrag gehalten. Zunächst war der Kreisschulrat etwas skeptisch. Er hatte es nicht allzu gerne, kann man verstehen, dass ein Lehrer sich mit außerschulischen Dingen sehr intensiv abgibt. Ich weiß, dass wir eingestellt war auch gegen einen Kollegen in einem Dorf, der gleichzeitig in der Musikkapelle mitmachte und viel Musikveranstaltungen durchführte. Naja, das jetzt zu schaffen. Machen wir den Fall bitte. Hatten wir noch Volk hier in der Stadt? Aber ja. Aber dann war der Schulrat doch stolz auf mich, denn auch der Schulrat, der musste Erfolge zeigen in außerschulischen Dingen. So, also ich hatte nun jeden Donnerstag schulfrei, wurde rumgereicht. Ach so, da war ich stehen geblieben. Ja, er war aber kritisch und ich weiß, einmal schickte er eine Kollegin vom Schulamt nach Rheinsberg, wo ich gesprochen hatte in einer Schule. Nun, die Kollegin, die kam ganz begeistert wieder nach Neuruppin zurück und
Seitdem habe ich überhaupt dann sehr viel freie Fahrt gehabt.